Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Heute habe ich die Ranked Map Rotation für euch. Die Unranked Map Rotation, die kann man sich dementsprechend meiner Meinung nach selbst zusammenreimen. Und ich habe zwei der drei Prestige Badge Bilder für euch, wie die sich weiterentwickeln von der Optik her. Die von Gibraltar ist leider nicht mit dabei, aber von Octane und Lifeline kann ich euch zeigen. Wir starten direkt mit den Ranked Maps. Und zwar, Moment, das war das falsche Bild. Wir fangen mit dem Tweet von Apex Legends Alpha Intel an. Auf Twitter gepostet. Tatsächlich, und es war eigentlich klar, Kings Canyon ist natürlich die Map mit dem Map-Update in der neuen Season. Und faktisch ist es immer so gewesen, dass es in der neuen Season, die das Map-Update bekommen hat, die Map dann auch die erste Ranked-Map im ersten Split ist. Zweite Map im zweiten Split ist Stormpoint. Und damit reihen sich beide Maps, das sind quasi die unbeliebtesten Maps, leider in Apex Legends, die wir dann quasi in Season 14 ertragen müssen. Ich finde Kings Canyon gerade noch erträglich für Ranked, gerade mit den Neuerungen wird das bestimmt interessant, aber Stormpoint, bei aller Liebe bin ich mir sicher, dass das den meisten überhaupt nicht gefallen wird. In der ganz normalen Standard Battle Royale Map Rotation habe ich mir selber zusammengereimt, dass theoretisch Olympus rausfliegen müsste, wenn Respawn die 3 Map Rotation beibehält wie in den letzten Seasons. Da wir World's Edge letzte Season erst zurückbekommen haben, macht es jetzt keinen Sinn, dass World's Edge wieder rausfliegt, da wir diese beiden Maps aktiv haben, also sprich Stormpoint und Kings Canyon, kann es eigentlich nur Olympus sein, die jetzt für eine gesamte Season rausfliegt, es sei denn, die Map-Rotation wird wieder mal eine 4-Map-Rotation. Hatten wir, glaube ich, einmal? Hatten wir das? Ich glaube in Season 11 oder Season 10? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Egal, darum geht's nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Ranked-Map-Rotation? Ich bin mir sicher, dass die sehr hasserfüllt sein wird und ich kann es ein Stück weit verstehen. Ich würde es eigentlich geil finden, wenn man Ranked-technisch aussuchen kann. Was weiß ich, dass die 60 Spieler am Start sind, dass man squadweise wählen kann, wie in COD damals. Du wurdest, es wurden 2 oder 3 Maps vorgeschlagen und die Mehrheit konnte entscheiden, welche Map aktiv ist. Dann kriegst du halt alle 4 Maps und die Mehrheit entscheidet, auf welcher wir jetzt spielen im Ausschlussverfahren, bevor die Runde beginnt. Ihr wisst, was ich meine, bevor ich hier weiter stotter. Wir haben das erste Prestige, und zwar das Octane Prestige. Wir fangen quasi, wenn das Prestige anfängt, 500, starten wir bei 1, soweit ich weiß. Ich glaube, 0 gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Auf jeden Fall soll es so aussehen. Ich finde, von allen 3 Badges sieht die Octane am besten aus. Dann haben wir noch Lifeline für Gibraltar. Habe ich es leider nicht, aber ich finde es auf jeden Fall eine mega kreative Idee und ich würde mich mega freuen, wenn, abgesehen davon, dass wir jetzt eine Menge Apex Packs uns noch dazu verdienen können, wenn man vielleicht noch einen Gun Charm und ein bisschen mehr uns dazu verdienen können. Gun Charms habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Gun Charms gibt es natürlich. Wenn wir Level 500 Prestige erreichen, kriegen wir einen Gun Charm. Das wurde nirgendwo genannt. Die Gun Charms wurden aber schon mal geleakt. Also können wir davon ausgehen, dass noch Gun Charms kommen. Vielleicht kommt noch ein bisschen mehr Skins. Keine Ahnung. In diesem Sinne war es das jetzt schon wieder für dieses ganz kurze News Update. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach so, es kommt in den nächsten Tagen kommt noch mal ein kleines Pack Opening von 50 Packs. Wer da Bock hat einzuschalten, würde ich mich natürlich darüber freuen. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.